Wollen wir euch mal zeigen, wie ihr die Website für eure Instanz vom Design her und vom Seitenlayout gestalten könnt. Wie ihr sicherlich wisst, hat jede Instanz, also jeder Verein und auch die Landesverbände, bekommen von Klabi automatisch kostenlos eine Website zur Verfügung gestellt, die sie kostenlos nutzen können. Um die Webpage so anzupassen, muss man über Design oder die Seiten gehen. Man kann aber auch über Menü und dann Seitenverwaltung oder Design gehen. Wir gehen jetzt mal hier über Design und sehen, aha, okay, hier ist der Titel der Webseite, hier kann ich das eintragen, ich kann das Vereinslogo wählen und kann speichern und kann halt dann sagen, okay, soll das so aussehen. Wir haben hier die Farben, die ich, wenn ich hier drauf drücke, auswählen kann. Das sind die Farben, die zur Verfügung stehen. Das sind nicht alle, da muss man halt einfach mit dem arbeiten, was man gibt. Wir haben natürlich als Landesverband mit der großen Lizenz ein bisschen mehr Möglichkeiten, noch mehr Optionen, zum Beispiel die Hintergrundfarbe zu ändern, Farbe des Titels, Schriftarten etc. Das haben die meisten Vereine, wenn sie die Standardversion von Klabi benutzen, nicht. Aber das haben auch alle, kann man hier den Hintergrund, das Hintergrundbild auswählen. Wir haben jetzt hier den Rugby-Ball genommen. Man kann aber hier jetzt neue Bilder einfach hinzufügen. Das machen wir nicht. Hier kann man noch einen Effekt wählen, der für das Bild dann zutrifft, wie zum Beispiel verschwommen. Dann sieht das Ganze so aus. Oder Bewegungsunschärfe. Dann sieht das so aus. Uns gefällt das am meisten so, wie ohne irgendwas. Dann kann man das speichern, die Webseite, und kann die besuchen. Das zum Design der Webseite. Jetzt gehen wir in den Bereich Seitenverwaltung. Da seht ihr, hier sind diese Unterkategorien bzw. einzelnen Seiten, die dann halt auch dementsprechend im Menü angelegt werden automatisch. Wir legen jetzt mal eine neue Seite an und nennen die Testseite. Und sagen, es ist eine leere Seite und sagen, wo soll die denn andocken? Und wir sagen jetzt mal einfach, okay, die soll hinter Impressum sein und sagen, okay. Dann haben wir hier im Impressum, okay, diese Seite wurde jetzt unter Impressum angelegt. Jetzt kann ich hier auf die Seitenverwaltung gehen. Und kann sagen, okay, nee, das wollte ich nicht, ich möchte das als extra Seite haben. Und dann wird das hier als extra Seite gewählt. Dann sage ich, dann gehe ich mal auf die Webseite und sehe, jetzt ist hier die daneben, so wie ich das ursprünglich haben wollte, und gehe auf die Testseite. Jetzt sieht man da natürlich noch nichts, jetzt müsste ich hier Elemente hinzufügen. Das mache ich, indem ich draufgehe und habe jetzt hier zum Beispiel ein Textelement und sage, okay, was möchte ich denn anzeigen? Ich möchte hier einen Test über oder einen Testtitel anzeigen und hier mache ich einfach Beispieltext. Ihr könnt auch das dann dementsprechend anpassen, genauso wie ihr das von Word oder einem anderen Textverarbeitungsprogramm kennt und könnt hier auch noch andere Div-Layer dazu machen. Okay, der lädt. Und ihr speichert das. Jetzt seht ihr das hier drin. Jetzt könnt ihr hier dieses Modul auch verschieben. Ihr könnt das von der Größe her anpassen, wie ihr das braucht. Und wir machen jetzt einfach mal ein neues Element und sagen, okay, wir haben ein Foto. Dann wählen wir ein Foto aus. Bilder. Nehmen wir mal mich, sagen Jörg Bartel. Und ich habe, ja, das Bild soll in voller Größe sein und wir speichern das ab. Dann seht ihr mich hier, jetzt kann ich das wieder anpassen. Ich kann jetzt das mir so legen, wie ich das brauche und könnte jetzt hier auch noch Text hinzufügen. Und so weiter. Ja, also als Bildlegende könnte ich noch drunter was machen. So, jetzt legen wir noch ein Element an und sagen, okay, wir möchten ein Dokument. Zum Beispiel eine Satzung für einen Verein. Dann gehe ich hier hin und sage, okay, was haben wir denn mal? Ja, hier nehmen wir ein Excel.
und speichern das. Und haben jetzt hier die Satzung, können das auch größer ziehen, wie wir wollen. Und wenn ich hier drauf gehe, ja, ist das genau, hier wird es jetzt runtergespeichert. So, jetzt möchte ich ein weiteres Element, Neuigkeiten, und möchte sagen, okay, welche Anzeigeart, ich möchte ein Foto und ich möchte nur 5 anzeigen und ich möchte alle Neuigkeiten, ja. Und ich könnte aber nochmal unterwählen und könnte sagen, okay, Frauen, Jugend oder was auch immer, was als Kategorie in meinen Neuigkeiten ausgewählt ist, und sage speichern. Und sehe dann, okay, das ist hier falsch angelegt. Das heißt, das passt mir nicht so. Jetzt möchte ich das so anlegen und möchte das ein bisschen vergrößern. Und sehe jetzt hier die Neuigkeiten als Bilder. Und wenn ich drauf gehe, sehe ich dann die Neuigkeit. Ja, jetzt haben wir hier, sind wir auf der Testseite. Wir könnten jetzt auch ein Formular hinzufügen. Die Formulare, das zeige ich noch mal in einem extra Video, wie man die anlegt. Jetzt haben wir hier eine Anmeldung für ein World Rugby Level 1 Coaching und könnte sagen, okay, den speichere ich, kann aber auch ein neues Formular anlegen. Da gehe ich dann, komme ich dann im Menü, was ich dann, also im Hauptmenü von Clubby. Das möchte ich jetzt erstmal nicht. Ich gehe also wieder auf die Webseite und gehe auf meine Testseite und sage, okay, Menü hinzufügen und sage ein Formular, und zwar ein vorgefertigtes, und nehme das Formular. Und das taucht jetzt hier unten auf. Das gefällt mir aber auch nicht von der Größe her. Das möchte ich gerne hier. Nee, ich möchte es ganz oben. Und möchte, dass das so angezeigt wird. Da ich eingeloggt bin, hat er natürlich jetzt hier meine Kontaktdaten, er kennt mich ja, und deswegen wird das automatisch ausgefüllt. Das sieht man normalerweise, ein normaler Benutzer, der nicht eingeloggt ist, sieht das nicht. Und wenn er das absendet, wird er dann automatisch im Backend in einer neuen Gruppe hinzugefügt über Gruppen und Mitglieder. Sehe ich dann hier die Anmeldungen, sind noch keine drin, aber hier würde ich dann im Prinzip sehen, was die Mitglieder in dieses Formular hier gegeben haben und abgesendet haben. Ja, und wie gesagt, hier gibt es noch mehrere Elemente, wie zum Beispiel Sponsoren kann man reinmachen, man kann eine Kalendervorschau als Liste eingeben, man kann ein Video verlinken, man kann Vorschau der Videos machen, also dass man mehrere hat, Vorschau in einer bestimmten Galerie. Ja, jetzt nehmen wir mal hier zum Beispiel eine Galerie von Hochspeyer gegen Mainz aus dem Jahr 2019. Und das sieht dann so aus. Und man kann jetzt hier drauf gehen und sieht dementsprechend mehr. Ja. Und ja, das ist die Hauptseite, die Testseite. Ja, und wie gesagt, das kann man sich zusammenbasteln, wie man will. Wenn man das jetzt sieht, dass das nicht so schön aussieht, kann man das ein bisschen verrücken. Man kann das hier zum Beispiel ein bisschen größer ziehen oder eben kleiner, so dass es passt. Und das kann man dann so lange machen, bis es einem gefällt. Und das ist es dann schon.